Sandra Wilke und Dr. Nguyen. So, kann man mich sehen? Ja, wir sehen euch. Ja, wunderbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vorsitzende, lieber Marc, lieber Daniel, ich grüße Sie ganz herzlich aus meinem, das sage ich jedes Jahr, aus meinem Wohnzimmer hier, dem HK2, das EPU-Labor. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute, wir haben eben von Herrn Horlitz gehört, die Pulmonalvenenisolation ist der Eckpfeiler der Vorflimmerablation. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute hier eine Vorflimmerablation präsentieren können, eine Pulmonalvenenisolation. Und das, jetzt sagen wir kennen alles, aber das ist jetzt eine relativ neue Energieform. Bisher haben wir das durchgeführt mittels Hochfrequenzablation, Kryoablation und auch Laserablation. Und die relativ neue, vielleicht auch vielversprechende Energieform ist die sogenannte Pulse Field Ablation. Bevor wir jetzt in den Case einsteigen, würde ich gerne das Team vorstellen, das hier mitwirkt bei der Ablation. Hier zu meiner Rechten Oberärztin Frau Dr. Wilke, hier rüber Katheterassistenzpersonal, das ist Frau Meurer und Frau Pöplau. Und weiter zu Rechten ist der Herr Aldex, er ist von der Firma Boston, wird die Konsole des Pulse Field Ablation Ablationsgenerators bedienen. Und draußen, kann man jetzt hier nicht direkt sehen, sitzt die Frau Salm, sehr wichtig. Sie bedient das 3D-Mapping-System Endzeit und zeigt uns gleich, wie der Vorhof beschaffen ist, wie die Ablation sich auf die elektrischen Eigenschaften des Vorhofs ausgewirkt hat. Nun gebe ich das Wort an Frau Wilke, die uns kurz und knapp in diesen Fall einführt. Guten Morgen, ich wollte Ihnen kurz ein paar Folien zeigen zur Pulsfield-Ablation. Bitte eine Folie weiter. Die Pulsfield-Ablation ist eine nicht-thermale Energieform. Wir kennen ja die Kryoablation, die mit Kälte abladiert, oder die Hochfrequenzablation mit Hitze. Und die Pulsfield-Ablation bedient sich der Elektroporation. Das heißt, man baut ein sehr schnelles elektrisches Feld auf. Das führt zur Destabilisierung der Zellmembran, zur Bildung von Poren in der Zellmembran und damit zum Zelltod. Hier auf der nächsten Folie sieht man das mal schematisch dargestellt, das elektrische Feld, was angelegt ist und dann oben rechts in dem Bild Poren bildet in der Zellmembran und zur Apoptose führt. Nächste Folie bitte. Das, was man sich zunutze macht bei dieser Ablationsform, sind die unterschiedlichen Nekrose-Schwellenwerte des Gewebes. Bei der Pulsfield-Ablation liegt ein Feld an mit ungefähr 500 Volt pro Zentimeter und man weiß, dass die Vorhof-Myozyten bei ungefähr 400 Volt pro Zentimeter apoptotisch werden. Das umgebende Gewebe, also das Endothel, die Muskulatur, der Ösophagus zum Beispiel oder auch die Nervenzellen, wo für uns ja besonders der Nervus phrenicus wichtig ist bei der Pulmonalvenenablation, haben deutlich höhere Nekrose-Schwellenwerte und werden bei der Ablation geschont. Hier sieht man einmal kurz, wir arbeiten heute mit dem Boston-System, mit dem Farapulse-Katheter. Unten links im Bild sieht man den Katheter in den zwei verschiedenen Konfigurationen. Einmal in der Basket-Konfiguration auf dem oberen Bild und in der Flower-Konfiguration. Über einen Schieberegler an dem Katheter kann man die Position verändern, das können wir Ihnen auch gleich zeigen. Bitte einmal nächstes Bild. Ich wollte einmal kurz ein paar Daten vorstellen zur Pulsfield-Ablation. Das ist die Manifest-Studie, die dieses Jahr im Frühjahr auf dem ERA-Kongress vorgestellt wurde. Und da geht es um ein Einjahres-Follow-up der mit Pulsfield behandelten Patienten. Worum es hier vor allem geht, ist zum einen, bitte nächste Folie, dass hier sieht man nochmal, man hat es bei dieser Studie so gemacht, dass man wirklich alle Patienten vom 1. März 2021 bis zum 30. Mai 2022 jeden Patienten, der mit Pulsfield behandelt wurde, in diese Studie eingeschlossen hat. Das waren damals insgesamt 1568 Patienten. Nächste Folie bitte. Und hier geht es erstmal, wollen wir ja sehen, ist die Ablation effektiv? Das primäre Outcome, 12 Monate Freiheit von Vorhofflimmern, haben sich hier sehr gute Ergebnisse gezeigt. Also insgesamt ungefähr 78% der Patienten nach einem Jahr noch frei von Vorhofflimmern. Wenn man es nochmal aufschlüsselt in die Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern und mit persistierendem Vorhofflimmern, sind es bei den paroxysmalen Vorhofflimmern sogar 81%. Es ist nicht nur wichtig, wie ist das primäre Outcome, also wie viele sind vorhofflimmerfrei, sondern auch, wie sicher ist die neue Ablationsmethode. Da haben sich sehr gute Werte gezeigt. Eigentlich muss man sagen, die Komplikationen, die aufgetreten sind, sind nicht größer als bei den anderen Energieformen auch.
und eher mit der Prozedur an sich vergesellschaftet. Also das waren Tamponaden, zum Beispiel durch die transseptale Punktion oder vor allem vaskuläre Komplikationen, Aneurysma spurium, Hämatome, aber nichts, was jetzt direkt mit dem Puls viel zusammenhing. Ösophagusfisteln konnte man gar keine nachweisen, auch keine Pulmonalvenenstenosen. Es gab eine einzige Phrenikusparese bei den ganzen Ablationen. Da wird noch geprüft, ob die wirklich im Zusammenhang steht mit der Ablation. Ansonsten auch für die Sicherheit sehr, sehr gute Daten bei der Pulsfield-Ablation. Nächstes. Ich wollte Ihnen noch kurz unseren Patienten vorstellen, den wir heute behandeln. Das ist ein 57 Jahre alter Mann, hat ein symptomatisches paroxysmales Vorhofflimmern. Er ist diagnostiziert worden im Februar diesen Jahres, ist damals in einem auswärtigen Krankenhaus elektrisch kardivertiert worden, hatte am nächsten Tag bereits ein Rezidiv des Vorhofflimmerns, wurde dann zwei Tage später nochmal kardivertiert und seitdem mit Flecainid antiarrhythmisch behandelt. Bei Rezidiven unter Flecainid hat die Kardiologin ihn dann umgestellt auf Amiodaron. Unter Vorhofflimmern hatte der Patient eine mittelgradig reduzierte Pumpfunktion, die sich im Sinusrhythmus deutlich gebessert hat. Und er war immer wieder symptomatisch mit Palpitationen und Leistungsminderung. Nächstes Dia bitte. Vorerkrankungen sind keine wesentlichen Vorerkrankungen bekannt. Im Rahmen der Erstdiagnose des Vorhofflimmerns war im Februar eine KHK ausgeschlossen worden. Er hat einen arteriellen Hypertonus, nimmt im Moment noch das Amiodaron und Lexiana als Blutverdünner beim Chetvaskov von 3 Punkten. Jetzt möchten wir Ihnen gerne einmal kurz zeigen, so, dann gehen wir direkt in die Prozedur selber. Noch kurz zuvor, ich habe einen der wichtigsten Personen hier noch vergessen vorzustellen, das ist der Dr. Obst hier, ganz an der Seite. Das ist unser Anästhesist hier, der überhaupt hier mit seiner Narkose die Ablation überhaupt möglich macht. Ja? So, nun bitte ich den Kameramann hier, den Katheter zu fokussieren. Den haben wir schon mal ausgepackt und Sie sehen hier die Katheter, den Ablationskatheter, die Spitze und hier den Draht, der als Führungsdraht dient. Und jetzt können wir durch den Schieberegler die erste Form jetzt generieren des Katheters. Das ist jetzt die sogenannte Basket-Form. Ja, Sie können sich vorstellen, warum das so heißt. Das ist die Basket-Form, mit der wir uns an die Lungenvenen anschmiegen können, um dort die Ablation durchzuführen. Dann, wenn wir den Schiebler weiter durchführen, sieht man hier dann, sehen Sie das kurz, ist die Kamera drauf, sieht man hier diese sogenannte bildlich schöne Flower-Form, mit der wir dann mehr antrale Läsionen machen können. Nun, wir falten den Katheter jetzt wieder zusammen, ziehen in den Draht zurück und führen ihn dann jetzt in die Schleuse hinein. Hier ist die Schleuse, die Kamera hat es drauf. Das Besondere an der Schleuse ist, dass sie durchsichtig ist, transluzent, sodass wir den Ablationskatheter, wenn wir ihn vorschieben, dadurch sehen können und dann aspirieren können, um sicher zu gehen, dass da keine Luft in der Schleuse ist, ja, wovor wir uns sehr fürchten. So, Sie sehen hier, das Wichtige ist, dass ich jetzt aspiriere und kann dann hier durch die transluzente Schleuse sehen, wirklich, dass da keine Luft mehr ist. Gut. So, jetzt schiebe ich den Katheter weiter vor. Ich bitte die Regie, jetzt Röntgen frontal zu zeigen. Das sind jetzt Live-Bilder. Vortrag können wir rausnehmen. Jetzt Röntgen frontal, bitte Regie. Kommt das? Warum? Wir müssen es hier sehen. Ja. So, wir sind jetzt mit dem Katheter an der Schleuse hoch. Das ist eine steuerbare Transseptalschleuse, die wir vorher schon mittels einer transseptalen Punktion in den linken Vorhof vorgebracht haben. Jetzt gehe ich mit dem Draht hoch zur linken oberen Lungenvene, schiebe den Katheter hinterher. So, und jetzt achten Sie darauf, ich mache jetzt dieses Basketform, ich ziehe den zurück, den Regler und so, und der Katheter öffnet sich. Ja. Ich schiebe ihn ran. So, Sie sehen jetzt hier, dass dieser Basket sich schön an die Vene ran schmiegt. Ja. Jetzt bitte EPU EKG live an die Regie. Und hier über diese Elektronen, die auf dem Basketkatheter sind, können wir jetzt live die Signale aufzeichnen. Das sind die unteren großen Signale da an diesen orangenen, mit den orangenen Farben. Ja. Sie sehen dort ganz scharf
und groß hier die Signale bei dem Patienten. Er hat riesige Lungenvenensignale, die sozusagen das Vorhofflimmern auslösen. Ja? So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt werden wir dann gleich die erste Schockabgabe durchführen. Das sind Millisekunden, in der wir die Energie abgeben. Das sind weniger als zwei Millisekunden pro Train. Und wir geben 5 Trains ab an der Stelle. Also Sie achten Sie bitte auf die Signale, die gerade live mitlaufen, im orangenfarbig unten. Bitte Herrn Aldex, das vorzubereiten, dass wir abgeben können. Sind soweit? So, aufgepasst. 3, 2, 1, Start. 3, 4, 5. So, die Vene ist isoliert. Sie sehen, dass die Vene ist isoliert. Alle großen Signale sind jetzt weg. Das hat jetzt weniger als 2 Sekunden gedauert. Und Sie sehen, wirklich wichtig, hier unterhalb die orange Signale, dass die scharfen Lungenvenensignale weg sind. Ich bitte die Regie jetzt live und Review zu zeigen gleichzeitig. Hatten wir eben vorbereitet. Sie sehen oben vor der Ablation oben links die großen Lungenvenensignale und unten rechts das Live-Bild gerade mit dem Basket-Katheter an derselben Position. Und was Sie sehen ist, dass die Lungenvenen nach einer Abgabe schon eliminiert sind. Wir machen jetzt die zweite, wir müssen nach Protokoll eine zweite Abgabe machen. Jetzt machen wir die Abgabe. Dann wieder Röntgen frontal live. Wichtig ist, das sieht jetzt alles sehr gut aus, trotzdem müssen wir sicher gehen, wir drehen etwas den Katheter und machen an der Stelle noch 2 Sicherheitsabgaben nochmal abgeben. Herr Aldex. 2, 3, 4, 5. Dann lädt das System. Nochmal abgeben. Das ist also schon sehr, so ziemlich erstaunlich, dass die großen Signale so schnell weggehen. Jetzt machen wir Folgendes, wieder Röntgen live. Ich ziehe den Katheter, den Schieberegler zurück. Und Sie sehen hier diese eben schon gesehene Flowerform. Damit machen wir auch nochmal so eine zweite Abwehrlinie, sozusagen mehr Antral, mehr vorhofseitig, um dort eine sichere Isolationslinie zu schaffen. Wir schieben diese Flower, Sie sehen das hier live, an die Lungenvene heran. Sie sehen jetzt, dass außen an der Lungenvene wieder Signale sind. Ne? Sie sehen unten in den orangen Ableitungen wieder scharfe Signale. Jetzt haben wir angedrückt, jetzt sind wir gut am Ostium und geben jetzt ab. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Signale sind weg. Ja, nach einer Ablation sind jetzt die ganzen antralen Signale weg. Jetzt machen wir den Safety-Shot an der Stelle, Feuer. Auch hier drehen wir den Katheter noch einmal zur Sicherheit, dass wir da eine überlappende Läsion erreichen. So, Schock. Und nochmal Schock. So, somit haben wir jetzt die erste Lungenvene, die linke obere Lungenvene behandelt. Ich gehe nochmal mit dem Basket-Katheter ein bisschen in die Vene. Ein bisschen hier. Ja. Und wir sehen hier, dass wirklich jetzt nochmal Signal EKG live zeigen. Dass hier sozusagen die Elektrogramme eliminiert sind. Ich denke, das war jetzt die erste Lungenvene. Das machen wir jetzt mit den weiteren Lungenvenen auch. Eine Sache habe ich noch kurz vergessen. Ich will Ihnen noch mal vorher das Map zeigen, das dreidimensionale Map, bevor wir abladiert haben. Wir geben jetzt mal bitte 3D an die Regie. Das ist ein 3D-Mapping des linken Vorhofes. Vor der Ablation, die kann man die Shadows vielleicht auch wegmachen von denen. Das heißt, alles, das ist ein Voltage-Map, das heißt, wir messen die elektrische Spannung des linken Vorhofs vor der Ablation und alles, was lila ist, ist gesundes Gewebe. Und Sie sehen hier,
trotz dass er quasi schon auf dem Weg zum persistierenden Vorhofflimmern ist, ist der Vorhof relativ gesund. Wir sehen das Fass durchgehend lila, nur mit einzelnen versprengten Inseln. Und auch die Lungenvenen sind farbig oder lila. Das heißt, dort geht der Strom durch. Die Lungenvenen sind vor der Ablation konnektiert an den linken Vorhof. Tja, das war der erste Schritt hier. Gibt es vielleicht Fragen aus dem Auditorium? Ja, gibt es Fragen aus dem Auditorium? Dann stellen Sie die jetzt bitte. Ansonsten, Quang, ich bin's Dirk, hallo, grüß dich. Noch eine Frage von mir. Das ging jetzt ja wirklich sehr schnell. Wie lange hätte das jetzt mit Kryoablation gedauert? Ja, das ist so, dass eine Kryoablation an einer Lungenvene so um die 240 Sekunden dauert. Man muss es platzieren, muss eine Angio machen und dann friert man insgesamt 240 Sekunden im Übrigen. Man kann auch 180 oder ein bisschen länger, aber das ist der Richtwert. Ja. Sehr eindrucksvoll. Gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Sonst denke ich, gehen wir jetzt zum nächsten Vortrag über. Ja, wir können zum nächsten Vortrag gehen und dann mache ich hier weiter und zeige dann nachher am Ende das Endergebnis. Ja? Vielen Dank, bis gleich. So, hier wieder aus dem EPU-Labor. Danke, Daniel, für den tollen Vortrag über die VT. Und ich schließe mich jetzt daran nahtlos mal an und würde Ihnen gern kurz einen Case-Report zeigen aus unserer Klinik. Erste Folie bitte, Vortrag 2, EPU-Labor. Also, ich würde es gerne groß haben. VT-Ablation mit Impeller. Der Patient ist 87 Jahre alt, männlich, Größe 1,65, 68 Kilogramm und kam zu uns wiederholt mit rezidivierenden VT-Storms, mit gehäuften ICD-Interventionen unter bestehender Amiodaron-Therapie. Zuletzt schon vor 3 Monaten sogar, ich habe die Ablation im Dezember durchgeführt, 2022, schon eine Ablation von mir selber durchgeführt im Rahmen eines VT-Storms bei uns. Und Problem dort, Sie haben es eben gehört von Professor Steven, dass bei schwerkranken Patienten VTs manchmal nicht gut mappbar sind, weil die Patienten direkt hemodynamisch einbrechen. Der Patient hat eine koronare Herzerkrankung, ischämische Kardiomyopathie mit großem anteroseptalem, apikalem, transmuralem Aneurysma bei Zustand nach Vorderwand Infarkt vor langer Zeit im Jahre 1993. Zuletzt im August 2022 auch komplex an der LAD interveniert worden. Die aktuelle DEF bei Aufnahme war 25%. Den Patienten wurde 2016 schon ein 2-Kammer-ICD implantiert. Nächste Folie bitte. An Vorerkrankungen ist da ein paroxysmales Vorhofflimmern bekannt, zudem die üblichen kardiovaskulären Risikofaktoren mit Hypertonie, Hypercholesterinämie und Ex-Nikotinabusus. Und der Patient kam im VT-Storm unter einer antiarrhythmischen Therapie mit Amiodaron und auch Bisoprolol. Und wir haben eben gut aufgepasst. Es gibt diesen Pain-SD-Score, der sozusagen die Fragilität des Patienten determinieren soll. Und hier, wir haben gehört, alles, was über 13, 15 ist, ist schon sehr schwer. Und hier, dieser Patient bietet einen Pain-SD-Score von 20. Nächste Folie, bitte. Nun, das war das Aufnahme-EKG vom 9. Dezember 2022. Hier, Sie sehen eine relativ langsame VT mit superiorer Achse und formal rechtschenkelblockförmiger Konfiguration. Trotz dieser langsamen VT unter Amiodaron war der Patient sofort hemodynamisch instabil. Das war das klinische EKG. Nächste bitte. Dann haben wir eine EPU durchgeführt, eine VT-Ablation. Sie sehen hier die platzierte Impeller-CP. Sonden des einliegenden ICDs, diagnostische Katheter und auch den Ablationskatheter. Also ist schon relativ viel drin im Herzen des Patienten. Und der Clou war, dass wir unter der Impeller-Unterstützung die VT laufen lassen konnten, sodass wir sie mappen konnten. Nächstes Bild bitte. Das war die in der EPU induzierte VT. Und Sie erinnern sich, das ist genau die gleiche VT, die auch klinisch auftrat bei der notfallmäßigen Aufnahme. Das ist die in der EPU induzierte VT. Nächstes Bild. Dann haben wir ein 3D-elektroanatomisches Map schnell unter der hemodynamisch stabil laufenden VT mit der Impeller-Unterstützung durchgeführt. Wir sehen auf der linken Seite das Map
Und zwar befinden wir uns hier im rechten Ventrikel. Die VT kam aus dem rechten Ventrikel. Ein Aktivationsmap, das heißt, wir messen die Aktivationszeiten der VT. Und alles, was weiß ist, ist eine frühe Aktivation. Das heißt, da in der Gegend kommt die VT her. Auf der rechten Seite sehen Sie ein sogenanntes Substratmap, ein Voltage-Map, das heißt, ein Spannungsmap des Gewebes, wobei hier grau eine Narbe oder totes Gewebe darstellt. Und Sie sehen selbst, dass auf der rechten Seite, da sind wir im Vorderwand, Aneurysma, im absoluten Aneurysma-Bereich, was auch nach rechts übergegriffen hat. Und links sehen Sie dort die Stelle, die weiße Stelle. Dort haben wir die Ablation durchgeführt. Nächstes Bild. Und Sie sehen hier die Wirkung der Ablation. Sie sehen die EKG-Aufzeichnungen während der EPU. Sie sehen, wie die VT läuft und läuft. Unten sind so verzitterte, mehr dunklere oder dickere Signale. Das sind die Ablationssignale. Und wir geben den Strom ab und ungefähr in der Mitte des Bildes terminiert die VT. Die terminiert unter der Ablation, was ein sehr gutes Zeichen ist. Ja. Das war unser Fall zu diesem Thema. So, und jetzt gehen wir noch mal kurz zu dem Vorhofflimmern. Wir haben während des Vortrags von Professor Steven haben wir jetzt fertig abladiert und auch das Map durchgeführt. Ja, das ist sehr effizient und wir bitten die Regie, die 3D-Aufzeichnungen zu zeigen. 3D bitte. Wunderbar. Sie können sich erinnern, auf der linken Seite sehen wir das Map vor der Ablation, das heißt, die Lungenvenen sind konnektiert, wir haben noch nicht ablatiert, das Gewebe ist relativ gesund. Auf der rechten Seite nun das MAP jetzt nach der Ablation durchgeführt. Sie sehen, die Lungenvenen sind grau und auch der Antrumbereich, also auch bis in den Vorhof hinein ist es auch grau. Das heißt, wir haben eine schöne antrale Läsion. Alle Lungenvenen sind grau, alle Lungenvenen sind elektrisch isoliert und auch nicht nur direkt an den Lungen. Sozusagen nicht zu viel Gewebe kaputt machen, weil dann auch Tachykardien auftreten können. Also diese Ablationslinie würden wir auch sozusagen mit einer 3D-Punkt-für-Punkt-Ablation dort an der Stelle setzen. Also die Ablation ist jetzt fertig. Wir haben die Lungenvenen isoliert und könnten jetzt sozusagen ablegen. Wenn nicht noch ein paar Fragen kommen aus dem Auditorium oder von Marc oder Daniel. Na Fall. Noch eine Frage dazu. Wir haben ja jetzt eben von Herrn Horlitz gehört, dass auch Ablationen im linken Vorhof manchmal notwendig sind. Jetzt haben wir hier ja eine Art Single-Shot-Device. Ist es damit auch möglich, Läsionen im Vorhof zu setzen oder können wir hier tatsächlich nur eine PVI durchführen? Ja, das ist eine spannende Frage. Also immer wenn wir Elektrophysiologen so ein neues Spielzeug, sage ich mal, in Anführungsstrichen in den Händen bekommen, machen wir erstmal das, wofür es gemacht ist und dann überlegen wir uns, wofür können wir es noch gebrauchen. Ja? Und die Firma muss jetzt mal weghören, das ist jetzt absolute Offline, aber Sie können sich vorstellen, wenn man so eine Flower-Konfiguration hat und wir Substrat modifizieren wollen im linken Vorhof, könnte man dies auch zum Beispiel mit dieser Flower-Konfiguration in Sekundenschnelle tun. Das heißt zum Beispiel eine Isolation der posterioren Wand oder sogar Ablation am Mitralismus. Das ist aber alles sozusagen Off-Label-Use. Dieser Katheter ist primär, so wie wir es heute auch angewandt haben, für die Pulmonalvenenisolation bestimmt. Ja, gibt es noch Fragen aus dem Auditorium? Ja, vielleicht eine ganz kurz noch. Vielen Dank. Toller Case. Beide Cases super. Wenn wir jetzt Substratmodifikation mit dem PFA machen, muss man ja schon fast ein bisschen Sorge haben. Ein Punkt ist sozusagen, vielleicht kannst du kurz kommentieren, was zum Thema Anpressdruck vielleicht noch zu sagen ist. Das war jetzt ein großes Thema die letzten Jahre. Jetzt verlassen wir das wieder, weil die Energieform eine andere geworden ist. Vielleicht kannst du das noch mal kurz kommentieren. Ja, das vielleicht ist richtig. Vielleicht auch, weil Herr Feeske, den habe ich zumindest noch nicht gesehen, nicht da ist, will ich noch mal ganz kurz eine Lanze für den LR-Strain und für die LR-Transportfunktion brechen. Denn wenn sozusagen das, was wir jetzt da in Rot sehen, wirklich am Ende alles Narbe ist, dann ist es natürlich schon so, dass man sich auch ein bisschen Sorge haben, dass wenn wir das jetzt an der Vorderwand, am Dach, an der Hinterwand machen, um das Substrat zu adressieren, dass am Ende vielleicht Sinusrhythmus besteht, aber sagen wir mal, für die Pumpleistung des linken Vorhofs nicht mehr so wahnsinnig viel Myokard übrig bleibt. Insofern sozusagen auch da gibt es noch viel zu lernen und ich glaube sozusagen primär muss man das im Moment einfach zumindest innerhalb der klinischen Routine für die PVI einsetzen. Ob das irgendwann mal für weitere Indikationen sozusagen relevant ist, das muss man dann wahrscheinlich
noch mal abwarten und adressieren. Aber von dem Vorwurf muss nach der Appellation wahrscheinlich noch ein bisschen was übrig bleiben. Ja, auf jeden Fall, da bin ich absolut d'accord. Bezüglich des Anpressdrucks ist es Folgendes zu sagen. Man hat am Anfang gedacht, man braucht gar keinen Anpressdruck. Das muss nur in der Nähe sein. Es kristallisiert sich aber heraus, dass man nicht unbedingt Druck, aber zumindest Gewebe Kontakt haben muss mit dem Katheter. Das heißt, man braucht einen Kontakt, um eine wirksame Läsion zu machen. Man braucht nicht unbedingt einen richtigen Anpressdruck, oder man muss den Druck nicht messen, so wie wir es jetzt routinemäßig bei den Radiofrequenzkathetern durchgeführt haben. Das heißt, Kontakt zum Gewebe ist notwendig, aber kein richtiger Anpressdruck sozusagen. Ja, sehr schöner Vortrag, sehr schöne Demonstration aus dem Katheterlabor. Kommentar, Herr Drudolf. Oh, ganz kurz noch. Und zwar vielen herzlichen Dank, Quang. Das hast du toll gemacht, vor allem, dass wir alle live gesehen haben, wie das auch wahnsinnig schnell läuft. Auf der anderen Seite 3 Minuten bei Kryo ist ja auch nicht so wahnsinnig lang. Ja. Ich glaube, wir haben ganz, ganz hohe Erwartungen an diese neue Energieform. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, wir können noch jetzt nicht sagen, ob diese Erwartungen wirklich erfüllt werden. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Es muss kontrolliert sein in großen Studien, ja, großen Zentren durchgeführt werden. Und ich glaube, in 2, 3, 4 Jahren werden wir sehen, ob wirklich die Energie, die jetzt bewährten Energieformen ablösen werden. Wichtig ist mir nur, dass diese Energieform, die wir mit großer Hoffnung tragen, weil wir wollen ja auch noch sicherer applaudieren, dass das nicht so in die Öffentlichkeit gerät, dass der Patient kommt und sagt, ich will die neue Energieform, weil damit bin ich mein Vorflimmern los. Das wird ja da ja dann auch schon zum Teil in der Öffentlichkeit transportiert. Ich glaube, da ist noch eine gewisse Gefahr, wo wir auch in der Öffentlichkeit entsprechend auftreten müssen. Vielen Dank, ja, genau, und für dein Team, wie ihr das gemacht habt. Grandios, wie immer. Danke. Danke.